Der Verein Lebensraum eröffnete mit seinem ersten Seminar seine druckgrafische Werkstatt im Scheinhaus. Den Anfang macht ein Kupferdruckkurs, geleitet von Renate Wegenkittel, mit 9 Teilnehmern. Wir ließen uns die einzelnen Schritte dieses Vorganges von Gerhard Brandstätter und Karl Herndler erklären. Die druckgrafische Werkstatt kann von den verschiedensten Leuten, wie Lehrern, Künstlern und auch Schulen, genutzt werden. Nein, die Dinge hat drin auch schon. Bei der Vorbereitung müssen die Platten ganz passgenau eingelegt sein, sonst ergibt sich da ein ganz schierer Raum. Also bei mir ist halt das Pech, dass nämlich die Platten gar nicht gleich groß sind. Obwohl es so ausgeschaut haben. So. Das ist, weil es eben nicht ganz gleich ist. Sie haben da einen 3-Tages-Kurs geleitet. Was war da alles zum Machen? Es war ein Kurs für Radierung. Das ist eine Tiefdrucktechnik. Man nennt das auch eine Originalgrafik, die wir gemacht haben. Radierung ist schon eine sehr alte Technik mit vielen Erneuerungen. Es hat sich in der letzten Zeit da viel Neues getan, seitdem man nicht mehr die Radierung oder diese Art von Druckgrafik zur Vervielfältigung in dem Sinn benutzt, dass man Prospekte oder Bücher druckt, so hat sich das als eine selbstständige Kunstform etabliert. Und diese verschiedenen Techniken, die man dazu braucht, um eine Platte zu ätzen und druckfähig zu machen, die haben wir jetzt in diesen 3 Tagen haben wir das gelernt. Kann diese Technik jeder lernen oder braucht man gewisse Grundvoraussetzungen? Ja, es ist schon die Grundvoraussetzung, dass man erstens einmal am bildnerischen Tun Interesse hat und vielleicht auch schon ein bisschen eine Übung, damit erste Anfänge nicht zu schwierig sind im Zeichnen, im Malen. Das ist schon fein, wenn man das kann, aber die technischen Möglichkeiten, die kann man dann einfach in so einem Kurs lernen. Wir haben bei unserem letzten Besuch bei euch im Scheinhaus schon erfahren, dass ihr eine Druckerwerkstatt einrichtet. Ihr habt jetzt den ersten Kurs gehabt. Wie ist die Resonanz? Ja, nach dem ersten Schritt folgt nun der zweite. Dem Haus Inhalte zu verleihen und Leben einkehren zu lassen. Und dieses Leben beginnt mit der Fahrrad-Oldtimer-Ausstellung, die nun zu Ende geht und setzt sich fort mit Kursen. Und dies war also der erste Kurs mit Teilnehmern von der Region und darüber hinaus von Burgenland bis Salzburg. Was haben Sie in Zukunft für Kurse geplant? Es ist bereits der nächste Kurs angemeldet, und zwar die Pädagogische Akademie Salzburg wird mit 25 Studenten kommen, und da sind wir eben dabei, dies vorzubereiten. Diese Studenten sind angehende Lehrer, die eben einen näheren Einblick in diese Technik der Druckgrafik gewinnen wollen. Und wir bieten hier die Möglichkeit. Und dieser Kurs wird klarerweise dann auch in ganz Österreich ausgeschrieben. Und wir hoffen damit, dass viele Kunstinteressierte und Erzieher nach Gaspolshofen kommen. Welche Zielgruppen möchten Sie mit Ihrem Angebot noch ansprechen, außer den Künstlern?
Ja, wir werden versuchen, dass auch die Möglichkeit hier zu drucken gegeben ist für Gruppen wie Lehrer, Schüler, verschiedene Institutionen, die Interesse zeigen auf dem Gebiet der Druckgrafik. Und wir werden versuchen, dass wir die Produktion von Kunst verbinden, auch mit einem Ausstellungsbetrieb. Das ist nämlich eine ganz große Geschichte in diesem Haus. Ist es möglich, sowohl Kunstproduktion zu bieten, als auch einen Ausstellungsbetrieb im ersten Stock. Das ist eigentlich ziemlich einzigartig in der Art und Weise, wie es hier möglich ist. Sie haben gerade gesagt Ausstellung. Was schwebt Ihnen da vor? Ja, in naher Zukunft ist einmal geplant, dass die Ergebnisse dieses Kurses in einem Raum gezeigt werden. Es ist noch offen, welche begleitende Ausstellung dazu stattfinden wird. Wir haben momentan gedacht an eine Ausstellungsbeteiligung einiger Künstler von entweder der Welser Künstlergilde oder der Innviertler Künstlergilde. Wir haben auch selbstverständlich vor, mit dem Galeristen Paul Gerhard zusammenzuarbeiten. Wir sehen das Ganze nicht als Konkurrenz, oder er sollte es auch nicht so sehen, sondern es soll gegenseitig eine fruchtbare Zusammenarbeit werden, von der sowohl wir als auch er profitieren kann. Zu diesem Zeitpunkt lief auch noch die Farald-Oldtimer-Ausstellung, deren krönender Abschluss die Ziehung des Mountainbikes war. Den Glücksengel spielte die Tochter des Spenders, Viktoria Vormeier. So. So, die Viktoria Vormeier hat jetzt gezogen. Die Lena Rutzinger aus Ritzling 1, 4904, Atzbach. Das ist mein Enkel. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du dich den Hörner da noch. Gewonnen hat die Enkelin des Mitveranstalters und Miteigentümer Karl Schmalwieser, Lena Rutzinger aus Atzbach. Bist du vom Verein Lebensraum angesprochen worden oder hast du das anders erfahren? Ich bin eigentlich angesprochen worden durch Herrn Lacroix und habe gesagt, du, gib mir da was machen. Habe mich gerade dem gesprochen und haben wir gerade gekriegt und für den natürlich auch gerade dem danken. Was hat denn das für einen Wert? Das hat einen Wert von 399 Euro. Deine Tochter hat das Fahrrad gewonnen bei der Fahrradausstellung. Noch dazu ist die Enkelin von denjenigen, der die Ausstellung gemacht hat. Was sagt sie dazu? Ja, einfach überwältigend. Wir waren gerade beim Klinger essen und da haben sie uns das gesagt, dass sie gewonnen hat. Und haben gesagt, das gibt es ja fast nicht. Wann wart ihr bei der Ausstellung da? Gleich am Anfang, wie die Eröffnung war. Haben sie sich natürlich alles anschauen müssen. Und mittendrin waren wir dann nochmal da und haben sich das Rad nochmal angeschaut. Ja,